Radio SAW. Morgens beim Merkels. Garantiert politisch inkorrekt. Doch im Frühstück schaffe ich locker. Und jetzt, wo ich in Rente bin, kann ich mich auch herrlich aufs Lästern konzentrieren. So, jetzt haben wir den Tag der deutschen Einheit auch hinter uns gebracht. Ich finde ja, das ist wie mit dem Hochzeitstag. Wieso? Na, da sollte man ja auch jedes Jahr dran denken, aber besser wird die Ehe davon nicht. Apropos nicht besser, dass Friedrich Merz sich jetzt nur in jedes Fettnäpfchen setzt, was sich ihm anbietet, wird ja nun auch nicht besser, ne? Oh, ja, ich komm, ja. Du, ich muss los, Jochen. Joachim. Tschüss. Ach, sieh mal einer an. Guten Morgen, Friedrich. Guten Morgen, Frau Merkel. Ist ja witzig. Gerade habe ich über dich... Sagen Sie nichts. Ich weiß, ich habe letzte Woche einen Fehler gemacht, aber das wird so nicht mehr vorkommen. Ich werde meine Aussagen vorher demnächst besser prüfen. Ach, und wie? Tja, Frau Merkel, ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber es gibt da einen wunderbaren Kanal im Internet. Sehr seriös und absolut faktenbasiert. Du meinst jetzt aber nicht Telegram, oder? Das hätte ich mir ja denken können, dass Sie, ausgebufftes Schlitzohr, das schon kennen. Aha, Friedrich. Morgens bei Merkels. Die besten Comedies für euch. Nur auf Radio SAB.